Zuerst die Corona-Pandemie und jetzt der Krieg gegen die Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen gegen Russland. Diese Krisen machen der Autoindustrie zu schaffen. So fehlen Kabelbäume aus der Ukraine und Rohstoffe aus Russland. Meine Kollegin Dorothee Holz hat mit Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler gesprochen und ihn unter anderem gefragt, ob die Lieferungen insbesondere von Nickel aus Russland ersetzt werden können. Sie könnten es nicht ersetzen, wenn wirklich der totale Exportstopp dieser Rohstoffe kommt. Zumindest kann man es nicht innerhalb von wenigen Monaten ersetzen. Ich glaube, man hat sich relativ viele Vorräte angelegt. Man versucht natürlich, die Nickelproduktion dann eben auf Südafrika, auf China zum Beispiel zu verlagern. Das ist auch ein Prozess von einigen Monaten und versucht vielleicht auch für eine gewisse Zeit andere Nutzer zu verdrängen, zum Beispiel die Schmuckindustrie, die vielleicht auch nicht ganz so eine starke Nachfrage gemacht hat, wie es die Autos haben. Das wird so ein bisschen über diese Strecke hinweghelfen, wenn sie denn so problematisch wird oder noch problematischer wird. Aber ich glaube, wenn wirklich der völlige Exportstopp von Rohstoffen aus Russland kommt, dann kriegen wir nochmal einen richtigen Einschnitt in der Wirtschaft, in der Industrie, gerade auch in der Autoindustrie. Natürlich gibt es Verträge und das, was vertraglich abgesichert wird, wird ja noch geliefert, auch zu den Preisen. Aber das deckt ja nicht alles. Es gibt eine Lücke. Das heißt, weniger E-Autos, aber insgesamt werden Autos noch teurer? Ja, ich glaube, das ist vorgezeichnet. Die Verteuerung der Rohstoffe besteht ja jetzt sowieso schon mal. Wir kriegen eben verschiedenste Knappheiten. Wir kriegen, glaube ich, langsam auch eine Arbeitskräfteknappheit bei qualifizierten Ingenieuren. Und das alles führt dazu, dass die Autos teurer werden, auf jeden Fall, denke ich. Senken Sie auch Ihre Gewinnprognosen für die Autobranche für dieses Jahr? Ja, wir gehen im Moment ungefähr so von im Durchschnitt oder durch die Bank von gleichbleibenden Gewinnen aus. Wie gesagt, der völlige Exportstopp aus Russland würde nochmal ein richtiger Einschnitt sein. Ganz kurz noch zum Gebrauchtwagenmarkt. Der spielt verrückt. Es gibt einen absoluten Mangel an Gebrauchtwagen. Die haben auch Preisschüsse nach oben von 20-30%. Da müssen sich doch Hersteller oder börsengelistete Unternehmen wie Auto1 massiv freuen. Das ist doch gerade absolut nachgefragt. Ja, Gebrauchtwagen sind erleben genauso ihren Boom, werden knapp, werden teuer. Ich glaube, das zieht sich auch noch durch das ganze Jahr 2022. Wir kriegen ja an den verschiedensten Ecken und Enden kriegen wir eben immer noch Probleme bei der Lieferung, bei der Produktion, das führt zu Knappheiten und das wird dieses Jahr so bleiben, eben auch bei Gebrauchtwagen. Also wer ein Auto kauft, ist dieses Jahr vielleicht gut beraten, noch eine Zeit lang zu warten, wenn es irgendwie geht, bis zum nächsten Jahr. Auch das IFO-Institut erwartet weniger Wachstum für dieses Jahr. In ihrer neuen Prognose gehen die Ökonomen und Regierungsberater von 2,2-3,1% aus. Bisher war noch mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 3,7% gerechnet worden. Laut IFO-Konjunkturchef Wollmershäuser dämpft der russische Angriff auf die Ukraine die Konjunktur. Grund sind deutlich gestiegene Rohstoffpreise, die Sanktionen, Lieferengpässe und erhöhte wirtschaftliche Unsicherheit. Damit steige die Inflation schneller als gedacht. Ja, es war ein schweres Erbe, das Ex-US-Präsident Trump seinem Nachfolger Biden hinterlassen hat. Der Stahlstreit mit Großbritannien, der EU und Japan. Nun ist er aber beigelegt. Auch Großbritannien hat sich mit den USA geeinigt und darf ab Juni wieder bestimmte Mengen an Stahl und Aluminium zollfrei in die USA einführen. Wie es in der Mitteilung aus Washington weiter heißt, wird London dafür auf zusätzliche Importgebühren auf US-Waren im Wert von umgerechnet rund 450 Millionen Euro verzichten.